momentan mega emotional, weil es ist so schlimm zu sehen, wie sie so aggressiv reagieren. Aber ich meine, IPCC-Report gelesen. Ich meine, wir haben alle keine Zukunft, die wir so weitermachen, die wir jetzt dran sind. Und wir machen dann nur mal Zukunft. Wir sind so Planeten schuldig, wir sind so der Natur schuldig, wir sind so dir schuldig. Es ist einfach der letzte Weg, man bietet nicht mehr viel Zeit, um ich will leben. Und es tut mir mega leid und es ist nicht schön zum da sein. Und ich verstehe, dass es nicht wütend werden, aber die Wissenschaft ist so krass. Und es wird nichts gemacht. Ja, früher gab's noch hitzefrei. Das Freibad war schon auf im Mai. Ich saß bis in... Leute, zieht euch warm an in Europa. Das Christkind El Niño wird Sturm bringen über Florida, Dauerregen über Chile und Buschbrände in Australien. Bei uns dagegen wird es im Winter eiskalt werden. 20 Jahre lang. Schuld daran die nordatlantische Oszillation. Die nordatlantische Oszillation hat sich in den letzten Jahren umgestellt und wir sind jetzt in einer Phase relativ schwacher nordatlantischer Oszillation und wir erwarten ähnlich wie in den 60er Jahren relativ kalte Winter in der Zukunft. Ja, und das waren aber 20 nicht ganz so kalte Winter, oder? Wenn ich mal so überlege, ne? Jedenfalls die letzten 10 Jahre jetzt mal. Genau, also sie ist schwächer geworden, das stimmte schon. Ja. Wir sind von einer Hochphase in Richtung normale Verhältnisse gekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die nächsten 10 Jahre sind. Also ich würde die Vorhersage nur noch nicht ganz abschreiben. Mhm. Und in der Wissenschaft oder in der Klimaforschung, da arbeitet man ja auch immer so ein bisschen mit Ungenauigkeiten. Also wie gesagt, mal abwarten und in 10 Jahren sprechen wir uns mal wieder. Meine Damen und Herren, jetzt ist Eiszeit. Warum? Weil auf unserem Planeten Eis existiert. Das war nicht immer so. Sie werden lachen. 80% der Erdgeschichte waren völlig eisfrei. Da gab es überhaupt kein Eis. Nichts. In den letzten 3-4 Millionen Jahren hat es zum Beispiel immer mal wieder Sprünge gegeben. Innerhalb von 10 Jahren sprang die Temperatur um 14 Grad. Also das wäre jetzt, in unserer heutigen Zeit wäre das gewaltig. Wir würden das sehr, sehr merken, wenn jetzt die Temperaturen auf einmal schlagartig innerhalb von 10 Jahren die Durchschnittstemperatur um 14 Grad fallen würde. Das wäre eine Katastrophe für die Weltwirtschaft. Wir würden viel mehr Erdöl verbrauchen, weil wir natürlich viel mehr heizen müssten im Winter. Es wären sehr, sehr lange Winter. Möglicherweise würde es zu einer ziemlich starken Vereisung der Alpen kommen und so weiter. Aber diese Sprünge kennt man. Also das Wetter scheint in den Eiszeiten wesentlich instabiler zu sein als in den Warmzeiten. In den Warmzeiten, wie sie so sanft ruhen, die Toten. Ja? Über Jahrmillionen, zig von Jahrmillionen ist die Temperatur praktisch völlig konstant. Eine Ewigkeit später. Wissenschaftlich ist völlig klar, dass wir den Planeten Erde, also den Himmelskörper Erde, nicht weiter aufheizen dürfen. Und das sollte uns immer wieder klar sein, dass wir bei all diesen ganzen Zahlenkram nicht vergessen, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass es nicht noch wärmer auf dem Planeten wird. Sonst sind wir nämlich weg. Herr Latif, wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, wie sieht es dann bei uns aus in 50 Jahren? Ja, nicht so besonders witzig. Ich höre oft, ach, ist doch wunderschön, wenn es ein bisschen wärmer wird, aber ja. Das hat dann nichts mehr damit zu tun, länger im Straßencafé zu sitzen. Wissen Sie, im Extremfall reden wir über Temperaturen, vielleicht nicht im Norden, aber im Süden und Osten der Republik von bis zu 50 Grad. Jetzt kommen wir ja schon bei den Höchsttemperaturen über 40 Grad. Wir sind uns alle einig über das Ziel. Ich glaube, jeder hier und auch jeder, der zuschaut, hat verstanden, dass wir so nicht weitermachen können. Gar keine Frage. Nur die Frage ist für mich, warum können wir das nicht tatsächlich mal, wie Frau Höning zum Beispiel sagt, tatsächlich den Kräften des Marktes überlassen, sagen, wir müssen Anreize schaffen. Warum müssen wir stattdessen wieder so super engagiert sagen, 2024, maximal 25 und dann gibt es einen ganz harten Cut, während der Rest der Welt, China verbrennt Öl und Kohle und Gas, die Amerikaner schließen riesige Ölfelder in Alaska gerade. Das heißt, wir werden von mit der... Mit dem Argument sozusagen nein. Kriegen Sie den Kampf gegen die Klimakrise sagen, insgesamt Deutschland tot. Macht 2% des CO2-Ausstoßes weltweit aus. Ich kenne all die Argumente, ich weiß auch, dass es eine sozusagen historische Schuld gibt, alles gut. Aber ist es ernsthaft
so, dass wir den Wohlstand und auch den sozialen Frieden in einem Land gefährden wollen, um etwas zu erreichen, was am Ende weltweit betrachtet nicht den Ausschlag gibt. Im Diskurs gilt das, was Herr Brandt gesagt hat, die Wissenschaft sagt und deswegen muss die Politik tun. Das, was die Wissenschaft sagt, das kennen wir aus der DDR. Und das hat Frau Merkel so ein bisschen mitgenommen. Nein, ich teile es, dass es nicht die Wissenschaft gibt. Sehr unterschiedliche Positionen. Ich will Ihnen mal ein kleines, gerade wo wir gerade über Klima geredet haben die ganze Zeit. Ich bin mal gestoßen auf eine Geschichte im Spiegel aus dem Jahre 1974. Können Sie sich angucken, 3 Seiten. Groß, richtig große Geschichte. Und die war sehr interessant, weil da drin stand, dass ein großer Teil der Klimawissenschaftler der Welt der Auffassung ist, dass wir auf eine neue Eiszeit zulaufen. Der Kölner Dom und sie haben das sehr, das war eine Geschichte, das war sehr viel später mit dem Kölner Dom. Da haben die einen Kehrtwechsel gemacht. Der steht aber heute auch noch nicht über Wasser, unter Wasser, es sei denn, es regnet. Aber das ist doch ein gutes Beispiel, dass Wissenschaft sich korrigieren kann. Lassen Sie mich das mal zu Ende sagen. Ja. So. Und die Begründung dafür war sehr einleuchtend, weil nämlich in den Jahren von 1945 bis damals 1974, also knapp 30 Jahre, waren die Temperaturen in den Ozeanen auf dem Globus gesunken. Und deswegen sind die Wissenschaftler zu der Überzeugung gekommen, das geht genauso weiter. Und demnächst haben wir wieder die Eiszeit. Herr Aus, und jetzt hatte der Spiegel ein Cover zu Jahresstart und da war drauf zu lesen, hatte Marx doch recht. Ja, also mal sehen, wie sich das halten wird. Es gab unterschiedliche Phasen, in denen unterschiedlicher Unsinn dort geschrieben worden ist. Aber ich will Ihnen mal sagen, das ist eine Geschichte und das ist sehr interessant, denn zwischen 1945 und 1974, 75 sind 30 Jahre. Das ist wahrscheinlich die Zeit in der Industriegeschichte mit dem größten Anstieg der Produktion, mit Autos und Flugzeugen und Stahlwerken und sonst was, also CO2 nach oben. Was ist gewesen? CO2 ist nach oben gegangen, die Temperaturen sind gesunken. Ja, aber ich kenne das Gegenargument. Das Gegenargument ist, damals war die Luft ja noch so dreckig, dass es das irgendwie gestoppt hat. Also aber ich kann Ihnen sagen, ich glaube nichts davon. Da hatten wir noch Sonnenbrand und Riesenquallen an dem Strand und Eis und jeder Schutzmann zog die Jacke aus. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September.